Como estas? Salut und hallo und willkommen zurück hier bei Metal Gear. Jetzt musste die Tage gestern, glaube ich, eine Folge ausfallen, weil ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin. Ich denke mal, das könnte man unter Umständen vielleicht ein bisschen noch hören. Vermutlich sogar sehr gut. Schön dicke Erkältung. Immer genau das Richtige. Warum ist mein Mikro übersteuert schon wieder? Ich weiß auch nicht. Komisch, aber so laut bin ich gar nicht eigentlich. Und das war früher auch nicht so. Mein Mikro verarscht mich. Das ist die einzige Erklärung. Ich werde verarscht von meinem Mikrofon. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt, heute ist Samstag. Heute ist Samstag und ich habe seit Montag nicht aufgenommen. Also Metal Gear, ich habe Dienstag noch The Park aufgenommen. Das, leider hinter den Erwartungen schön zurückgeblieben ist. Also Layers of Fear ist auf jeden Fall besser. Wenn ihr euch zwischen einen beiden entscheiden wollt, zieht euch auf jeden Fall Layers of Fear nochmal rein. Alright. So, ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir waren. Ach. Und da ist es wieder. Surprise, Motherfucker, Tutorial. Ihre MU-Bewertung ansehen. Nach dem Bau ihrer FOB sind die Dime Dogs auf dem Weg, ein wichtiger Spieler innerhalb der Militärbranche zu werden. Anhand ihrer MU-Bewertung sehen sie, wie die Dime Dogs sich im Vergleich zu MUs anderer online-aktiver Spieler schlagen. Es gibt insgesamt 29 Bewertungsstufen. Von AAA Plus, der höchsten, bis E, der niedrigsten. Das ist bestimmt wichtig. Ja, komm, erklär mir das, dann kann ich das ignorieren. Damit wir ein paar Köpfe fliegen sehen wieder. Fliegen sehen. So steigern sie ihre MU-Bewertung. Die MU-Bewertung ändert sich ständig basierend auf den Ereignissen virtueller Ligakämpfe zwischen Spielern mit der gleichen Bewertung. Spieler, die auf höhere Rangpositionen kommen, erhalten eine höhere Bewertungsstufe, wohingegen Spieler, die auf niedrigeren Positionen abschließen, in der Bewertung fallen. Die virtuellen Ligakämpfe werden regelmäßig und automatisch abgehalten. Da es sich hierbei nur um simulierte Kämpfe handelt, erleiden die Dime Dogs keine realen Verluste. Super, das ist ein Spiel, hier ist alles simuliert. Erläuterung zu Bewertungspunkten. Sie erhalten Bewertungspunkte am Ende eines Zeitraums basierend auf ihren Rangergebnissen. Bewertungspunkte können Sie gegen Dinge wie Personal oder Materialien eintauschen. Wenn Ihre MU-Bewertung steigt, nehmen auch die zur Verfügung stehenden Bewertungspunkte zu. Bauen Sie die Dime Dogs weiter aus und versuchen Sie eine Bewertung von AAA Plus zu erhalten. Nein. Guck mal, ich bin Platz 11. Ist sogar nicht so schlecht. Von allen auf der ganzen Welt. Okay. Die juckt mich aber gar nicht, ey. Weißt du? Excellent Ebola. Aha. Nö. Und Scheiß. Das ist mir echt... Das ist mir echt... ja, ist... überflüssig einfach. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Da wollte ich jetzt auch nicht hin. Ich wollte jetzt... Tagesbonus, ganz genau. Ja, meine Bewertung fällt immer mehr. Ich weiß nicht warum. Das kann mir keiner erklären, ne? Turbospiel. Okay, alle annehmen. Natürlich. So, wie sieht's aus, Personal? Wir brauchen mehr Platz, wie immer. Wir brauchen ein bisschen Geld haben wir tatsächlich. Bau verlassen, was? Kommandoplattform, wir können gar nichts ausbauen. An der FOB können wir ein bisschen was ausbauen. Aha. Was bräuchten wir denn? Was ist denn das Wichtigste im Moment? Gucken wir mal. Leute, so 89 von 95, 84. Sanitätsteam wäre sinnvoll. Genauso wie Entwicklungsteam. Ja, mal ruhig rum. Sanitätsplattform. Deckanzahl, okay. Commencing platform construction. Und dann Entwicklungsplattform, am besten auch noch. Was kostet der Scheiß eigentlich? 180.000. Commencing platform construction. Hau rein. Hau rein, ich will Leute töten. Ist ja gut. Ist ja gut. Die Ursache. So, ich hoffe, bei der Mission die Ursache finden wir die Ursache heraus. Retten Sie als Mitglied des Informationsteams, das Informationen über die Epidemie auf der Motherbase erhalten hat. Dann machen wir das doch. Leg mal dahin. So.
glaube, getan. Bei unserer Ausrüstung hat sich nichts eigentlich. Begleiter. Die hat im Moment noch die Betäubungsknarre, ne? Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Wir könnten unsere Betäubungsknarre auch loswerden, weil ich meine, sie hat ja im Prinzip unendlich Munition. Dafür ist sie nicht immer verfügbar, ne? Ich mach sie schadhaft. Weil, wie gesagt, wenn sie denn mal da ist, ne, wir können es ja halt nicht drauf verlassen. Wenn wir in eine Base, ja, abends natürlich. Das war bisher immer so, wenn wir eine Base infiltrieren wollen, ist sie meistens außer Sichtweite. Und, ja, was nützt uns das, wenn wir die Leute betäuben können und die wegsnacken können, wenn vorher erstmal hier totale Eskalation herrschen muss, damit sich das Fräulein auch mal zu unserer Hilfe bewegt hier. Root Cause, die Ursache. Boah, immer noch so ein bisschen schleimig im Hals, ey. Ist nicht toll. Fröhliches Halloween an alle, die das feiern. Übrigens. Ja, ja, ja. Okay, ans westliche Ende der Mine müssen wir. Ah ja, schön, Staub. Natürlich. Okay, da ist das Gebiet. Aktionsziel. Ist das hier die Mine? Nee, ne? Ist da hinten die Mine? Und da ist schon. Na gut, viel Auswahl gibt's ja nicht. Das Missionsgebiet ist nicht gerade groß. Guckgängermine im westlichen Teil. Das müsste ja hier sein, ne? Wenn das noch zur Mine gehört, dann scheißen wir mal aufs Auto. Oh ja, endlich, Pflanzen. Wieso habe ich denn jetzt die Knarre nachgeladen? Habe ich schon geschossen? Stimmt nicht. Aber, aha. Ja gut, mal sehen, wenn du eine komplett leere Waffe hast und dann volles Magazin reinmachst und die einmal durchlädst, hast du eine Kugel im Lauf. Hallo. Meh. Komm her. Was? Du Arsch. Komm her. Hast du eine Kugel im Lauf, eine weniger Magazin, also kannst du theoretisch einfach ein volles Magazin da reinhauen, ne? Hast du einen Schuss mehr. So. Freunde der Sonne. Analysis complete. Aha. Analysis complete. Alle wieder fähig hier. Sie tickt schon aus, weil sie so viele sieht. Analysis complete. Ah, der hat nichts drauf. Sieht immer noch kein Schalldämpfer. Sind da viele Leute? Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Okay, den könnten wir noch mitnehmen, oder? Marker placed. Dass dein Kollege ihn nicht warnt, dass er da einen grünen Laserpointer am Kopf hat, ne? Ich muss das Spiel mal einen leiser machen hier. Ich glaube, so ist es besser. Dum, 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 dum. Okay. Check the VI on your iDroid. That's where the target is being held. Enemy presence detected. Ja, the map has been updated. Da, hier, da. Ja, ein Materialcontainer. Wahrscheinlich war das nur so random. Bla bla von ihm. Okay. Regen ist gar nicht schlecht. Analysis complete. Jetzt nämlich ein bisschen lauter. Das ist noch einer. Analysis complete. Marker placed. Die Scheiße wächst ja auch überall, ne? Die hätte ich gerne beide. Jetzt wird sich das wieder rentieren, ne? Wenn sie jetzt was zum Betäuben hätte. Oh, enemy presence detected. The map has been updated. Was ist denn, wenn wir da hinten einen um...
Ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, die ticken alle aus dann, ne? Ich locke mal her. Komm her, Kumpel. Ja, siehste. Bist du ein Feiner. Oh, sie summt. Ach nee. Na? Nein! Oh, diese Unfähigkeit mit den Steinen, ne? Oh, das kostet mich wertvolle Sekunden hier. Ja, toll. Enemy presence detected. Ja, ja. Oh, oh. Ich wollte eigentlich verhören. Komm, schnell in den Busch hier. Ja, danke. Okay. Die drei. Wollen wir alle mitnehmen? Die beiden da oben machen mir noch Sorgen. Na komm. Fuck. Ja. Verbrauchter Schalldämpfer, wie immer. So gut. Nein. So, kannst du aufhören zu summen. Hinten sieht ihr nur einen, okay. Yes. So. Weg mit dir, Kumpel. Ja. Ganz easy hier. Subject on board. Leave the rest of us. Oh, hat auch was drauf. Boss got an emergency report from the intel team. Was? A vehicle is behind the guard post heading northwest. The prisoner at the wheel appears to be the target. Uh-huh. The escape on his own. The target is no longer at the designated position. Find that vehicle fast. So. Wäre auch sonst so einfach gewesen. Oh, Junge, ey, die sind fähig. Boss, did you see that explosion? Nein. There's smoke. The target's crashed his vehicle. That'll bring enemy down on him in no time. The target's in danger. Get to the scene of the crash. Ah, toll. Ja, wo sind die beiden? Was ist los? Was los ist? Ich bin los, Junge. Yep. He's coming too. Roger that. Whoops. Yeah.
Naja. Ich wollte eigentlich schlagen. Aber naja. So. So, dann zack ich hier. Oh, gibt's hier noch was? Hallo. Ja, nein. Ah, Wand. Wand. Ja, ja, ja. Oh, mehr. Blöd zum Auto fahren. Da ist ja auch von unserem Informationsteam einer und nicht von unserem Autofahrteam. So ein Rennteam. Lalalalala. Irgendwas hat es gesehen. Den Typen noch. Ich glaube, wir müssen uns da gleich irgendwie ein bisschen verschanzen und dann. Schön einmal defensiv Stellung halten. Ne? Enemy presence detected. The map has been updated. Okay. You have arrived at the destination. Wo sind die Enemy presence detected. The map has been staff member has died. Oh Junge, wir sind ja mit zusammengebundenen Händen gefahren. Darf ich jetzt alles nochmal machen? Ich glaube ja. Halt die Fresse, Mann! Ja. Bla bla. Oh nein! Oh. Toll. Analysis complete. Okay, warte. Machen wir uns das jetzt vielleicht ein bisschen einfacher. Nehmen wir erstmal die Nutzlosen hier. Aussortieren. So blöd das klingt. Analysis complete. Okay. Analysis complete. Sind auch beide fähig. Ups. Analysis caution. Rain. Analysis complete. Ja, die hauen beide weg. Der darf leben. Die ticken aus, ist gut. Denke ich mal. Check the VI on your iDroid. Ja, ja, ja. Nö, mach ich nicht, Mann. Komm, Kopf! Du willst mitkommen? Hö? Ja, ja. Oh, hallo. Subject on board. Leave the rest to us. Mach ich. Wenn ich schon alles andere hier alleine machen muss. Die anderen haben gar keine Lust herzukommen. Ist nicht mein Problem. So, dann geht das direkt schneller. Lustig, ich glaube. Das kam gerade nicht. Ja, die sind tot und da ist er geflüchtet, okay. Ja, ja. Wir wissen ja schon, was passiert. Das ist ihm langsam recht oft, ne? Siehste, den haben wir gerade übersehen. Den haben wir gerade übersehen. Oh. Ja.
die haben Helme auf, ne? Ja. Ja, beide was drauf. Boss got an emergency report from the intel team. Komm. A vehicle has fled the guard post heading northwest. The prisoner at the wheel appears to be the target. Ja, ja. We escape on his own. Oh, nein, 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 nein. The target is no longer at the designated position. Find that vehicle fast. Falscher Knopf. Sieht mir langsam immer öfter, ne? Dass ich direkt verkacke beim ersten Versuch. Ups. Okay, noch gleich um die Explosion. Analysis complete. Map has been updated. Boss, did you see that explosion? There's smoke. The target's crashed his vehicle. That'll bring the enemy down on him in no time. The target's in danger. Get to the scene of the crash. No. Hi. Das ist ja nett von ihm, dass er uns hier ein Auto überlässt. Wir haben lieber das Frische. Wow. Habt ihr leider keine Handbremse oder ähnliches, nur normale Bremsen, das ist einfach nur rein blockieren. Entschuldigung, das ist nicht vermeiden jetzt. Ja, wenn die alle markiert sind, geht deutlich schneller, ne? Müssen wir fighten jetzt noch? Where's the target? That's the target. Oh. He's still breathing. That's fine. I'll send the chopper. Get the target to the RV. Enemy presence detected. The map has been updated. Helikopter da. Peak Watch. Komme. Ein hilfebedürftigen Mann. Oh, hallo. Überall Soldaten hier. Wo ist er? Oh shit, Alter. Ups. Hui. Jetzt ballern die der Geisel noch im Kopf. Oh, da ist noch mehr. Da ist noch einer. Überall sind welche, ey. Ah, shit. Komm, Junge. Rein mit dir. Okay. Was? Wollen doch jetzt gerade, oder? Na? So, wo sind sie? Andere Seite bestimmt. Ja, okay. Mission complete. Ja, so geht's auch. Ja. Gucken, ob es wirklich was mit der Sprache zu tun hat. Die sprechen. Ach ja, Ziel erreicht. Schön. Extraction arrived at Mother Base. Ja, geht's jetzt mal weiter? Ich kann das. Ah, doch, ich kann das ein bisschen beschleunigen. Mission complete, Boss. Hui, ja. War eigentlich nicht so schwer. Bin ja nur wieder wegen der Zeit gefailt hier. Weil der Typ ja anscheinend mit verbundenen Händen ein Auto fahren kann. Aber eine Waffe halten geht nicht. Spasti. Boss, the intel team member you extracted was DOA. He kept insisting we listen, right up until his last breath, about the pathogen.
and the old man who knows how to treat it. Code Talker. He even told us where he is. Boss, let's make sure his death was the last. It's high time we met this Code Talker. Okay, Code Talker. Kikongo. Da haben wir es wieder, sprechen ganz viele. Jetzt haben wir wieder super Fähigkeiten hier, Großmaul. Ja, ja. Ich bin immer so nett zu denen, ne, dass ich so viele von denen mitnehme und rette und dann auf meine Base bringe. Weiß nicht. Bin ich zu nett? You need to make contact with Code Talker, the old man who knows what the pathogen is. We have to stop this disease that's spreading across Mother Base. Ja. Select the mission on your iDroid. Jetzt mal so. Staff assigned. Entwicklung, mal schauen, was es so gibt im Moment. Please specify a project. Pistoleros. Ja, eine Wasserpistole. Ich denke mal, die brauchen wir auch noch. Das sollte die zumindest mal entwickeln, ne? Da brauchen die 18 Minuten für. Ist nicht wahr, ey. Warte, Entwicklungsteam Level 20. Aha. Boah. Ja, oh, Schall gedämpft. Schall gedämpft, aber keine Optik. Optik muss schon dabei sein. Okay, was sind da? Eine fette Sniper, Nonne-Sniper. Ah, hier die Killer Bee können wir jetzt bauen. Ja, Sinn machen, ne? Für die Zukunft. Fangkäfig, Minenkartons ohne Ende. Stealth-Tarnungsding. Tiefes Sonar, bla bla. So, wir haben da, das. Das können wir noch nicht. Betäubungsarm. Juckt mich gerade nicht. Okay, Scope und so weiter ist schon. Ah, da geht noch was, aber das kommt später. Die Level müssen wieder ein bisschen hoch. Ich denke mal, das kommt, sobald die alle genesen sind, geht das wahrscheinlich fixer. So, noch was für die gute Dame? Ich glaube nicht. Nein. Wir brauchen noch mehr Liebe. Im Moment sind wir bei 55, okay. Also unter Umständen... Boah, Alter, kostet eine 500.000 GMP. Macht das Sinn? Nein. Ups. Ehrlich. Alles klar. Junge. Kontaktieren Sie Code Talker, den alten Mann, der weiß, wie man auf das. Wie man das auf der Motherbase ausgebrochene Pathogen behandelt. Und holen Sie ihn raus. Neben einem örtlichen Militärunternehmen, das das Anwesen bewacht, in dem er sich befindet, wurde in diesem Gebiet eine weitere unbekannte Truppe gesichtet. Na toll. War Valley. Luftwaffen. Mission accepted. What? Ja, da kann man natürlich nur hier, weißt du. Ne, oh. Spricht denn dagegen, hier zu landen? Oder da? Nein, muss hier sein. So. Starten. Deploying. Time to kill. Goodbye. Aktion automatisches Zielen. Ja, das habe ich aber nicht. Wegen weil Maus. Und wenn man automatisch zielt mit der Maus, ist das, glaube ich, recht nervig. Dann will man präzise sein, dann wird man auf einmal irgendwo hingezogen, wo man gar nicht hinschießen will. Make contact with the old man known as Code Talker. According to the Intel team member you extracted, he knows what the epidemic is and how to treat it. You'll find him in a mansion deep in the valley beyond the forest. He's a high-value target who's probably involved with Cypher's research. This information came at a heavy price. And you convince security on-site is gonna be tight. Watch yourself out there, all right? Make contact with the target, Code Talker. And if the treatment requires it, extract him to Mother Base. Ja, mach ich, natürlich. Selbstverständlich, was? Oh, er fliegt immer weiter weg. Mit den Landezonen. Quiet! Wo bist du?
So, Auto her. Dann den Flusslauf folgen. Rennen. Oh, diese Attrappen haben wir bisher noch nicht wieder gesehen, ne? Ja, nur in dieser einen Mission. Dann kamen die nie wieder. Komisch. Ja, wenn wir Glück haben, Boah, was war das denn? Judging from security in the area, I'd expect to see a patrol by now. Mist. I have a bad feeling about this. Na, nein. Nicht die Ghosts. Ah, shit. Mopsige Ghosts. Toll. Und ich sehe jetzt hier keinen Panzer rumstehen. Oh. What? Quiet.